Ahoi, ihr Landratten, und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag Schreiner Freiheit, das DLC. Weiter geht's. So, ab gleich mal zu der nächsten Mission. Oh ja, obwohl, nicht gleich sofort, denn ich will mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo ein Hafenmeister am Start ist. Der ist da auch auf jeden Fall am Start da vorne. Denn zu denen würde ich lieber mal zuerst gehen, um halt unser Schiff abzugraden, was wir bestimmt können. Und danach auf jeden Fall zu der nächsten Mission. Denn wer weiß, vielleicht müssen wir durch die Mission wieder auf See. Und da empfiehlt es sich ja, wenn das Schiff schön viel Schaden macht und ein bisschen mehr aushält. Und hast du nicht gesehen? So, ja, ja. Das Interesse habe ich auf jeden Fall. Und zwar erstmal die Upgrades. Was haben wir denn da? Den Mörser könnten wir verbessern. Rumpf können wir sogar auch verbessern. Dachte ich schon, das geht nicht. Wegen der Rumpfausbau im normalen Hauptspiel ist ja da oben. Kanonen. Was ist wichtiger? Ich würde sagen, lieber erstmal den Rumpf ausbessern, damit wir ein bisschen mehr aushalten. Wegen, wir gehen ja recht schnell immer down. Oh, schade, ey. 289 Metall haben wir und 300 Metall brauchen wir. Insgesamt. Ist ja ein bisschen scheiße. Rundkugeln. Wäre eigentlich auch recht nice. Rammsporen finde ich eh so ein bisschen für den Arsch, ehrlich gesagt. Ja, dann werde ich dann Rundkugeln erstmal upgraden, auf jeden Fall. Dann nochmal Rundkugeln upgraden. Rundkugeln sind auf jeden Fall komplett geupgradet jetzt. Dann nochmal schwere Kugeln für Nahkampf, dass die ein bisschen mehr Schaden machen. Moment, das geht gleich weiter, indem ich einfach verkaufen gehe, Fracht verkaufen und den ganzen Zucker verkaufe, ja. Den Frachtraum kann man ja auch nicht upgraden. Kann das sein? Nee, ne? Stoff, brauchen wir eigentlich Stoff für irgendwas? Nee, ne? Oder brauchen wir Stoff für irgendwas? Nee. Stoff, nö. Stoff kann man auch einfach verkaufen. Wegen Mannschaftsquartiere kann man ja auch nicht upgraden. Um halt mehr Crewmitglieder aufzunehmen. Das geht ja nur im Hauptspiel. Von daher werde ich jetzt noch gar nichts mehr upgraden, denn wir können nichts mehr upgraden. Wir haben doch nicht mehr so wirklich viel Geld. Schade aber auch. Hä? Ja, okay, wenn der Rammsporn 0 Real kostet, könnte man sich ja schon mal leisten. Ich dachte, das kostet halt ein bisschen wieder was, aber nö, kostet gar nichts. Aussehen. Wie schaut's da aus? 0 Real, 0 Real. Ach, guck mal hier, Freiheitssieger. Ja, dann kaufen wir das natürlich gerne. Wenn es einfach mal 0 Real kostet, warum denn nicht? Und dann noch diese Galionsfigur. Ja, die sieht doch viel geiler aus. Hier mit so einem kleinen Löwe und hast du nicht gesehen. Oder ein Tiger, was ist das? Ja, da steht's ja auch. Stolzer Löwe, ja. Hammergeil. Und ein neues Steuerrad wäre ja eigentlich auch mal richtig geil. Das sieht ja auch richtig geil aus. Nehmen wir, warum denn nicht? Wir haben es ja, wir haben ja das Geld, beziehungsweise brauchen eh kein Geld, weil es ja umsonst ist. Mörser auch nochmal ein bisschen auffüllen. Ja. Feuerfässer brauchen wir nicht. Ne. Ja, das war's denn. Aber ich glaube, das war auch kein normaler Hafenmeister, oder? Oder haben wir wirklich nur so einen Hafenmeister am Start, der nur so ein bisschen Zeug verkauft? Wegen manche Sachen waren ja auch umsonst. Hm. Naja, okay. Ich glaube, man kann sich auch gar nicht so wirklich normale Sachen beim normalen Hafenmeister kaufen. Glaube ich, da werden wir ein bisschen ausgeschlossen, scheinbar. Es war halt nicht so wirklich so ein richtig normaler Hafenmeister, den man halt auch aus Assassin's Creed 4 Hauptspiel kennt. Naja. So ist das halt. So, auf jeden Fall auf, jetzt zu der nächsten Mission. Moment, kann man sich auch Sachen eigentlich herstellen? Nö, scheinbar nicht, oder doch? Okay, kann ich mir irgendwas hier kaufen? Nö. Da muss ich extra noch zum Laden hingehen, was ich auf jeden Fall jetzt erstmal nicht machen werde, denn das kostet halt ein bisschen wieder viel zu viel Zeit und wir wollen ja endlich mal auch die nächste Mission starten, ne, meine lieben Freunde, los jetzt hier. Zack! Auf, schneller, mach hin. Ade, du geile Sau.
So, da wären wir denn. Wo ist er? Wo ist die süße, geile Maus? Die ist scheinbar oben am Rumschellen. So, dein Stecher ist wieder da, du geiler Stück, du. Haha. Aduwale, dein Ehrgeiz lässt mich noch zögern. Doch ich versprach Augustin meine Hilfe. Was ist das? Ein gefälschtes Manifest. So sagte man mir. Von einem deiner berühmten Rekruten. Joachim François. Henri Marchand. Fortuné Jean. Gut. Ihr werdet der Expedition dienlich sein. Louis Godin wird den Hafenmeister treffen, um die übrigen Belange deiner Expeditionsreise zu klären. Das ist deine Gelegenheit, um das Manifest zu tauschen. Auf dein Zeichen werden wir an Bord gehen. Danke. Und auch dir, Bastien. Alles. Für die Maroons von Saint-Thomas. So, Louis Godin aufspüren, die alte Kanarotte, die. Ja, warte kurz, Kollege. Dich hole ich mir. Ja, gute Nacht. Den Sklave verfolgen. Hast du wohl nicht mal alle, hä? So, wo ist jetzt die alte Sau, Louis Godin? Der ist hier irgendwo am Start. Mal kurz hier Adlerauge aktivieren. Da ist er ja schon. Komm, raste ein. Ich werde ja gleich gesehen, ey. Ich muss den jetzt erstmal verfolgen, ja. Und nun muss ich treffen mit dem Affenmeister. Alles im Namen der Wissenschaft. Versteht sich. Das war echt knapp. Warum hat mich eigentlich gerade der Sniper angesiedelt? Was ist denn das für ein Trickstück? Finde ich ja nicht gerade so geil. Komm hier rein. Oh, hätte ich bloß nicht diesen einen Typen da gekillt, ey. Jetzt suchen sie natürlich nach diesem scheiß fucking Mörder, ey. Da ist ein Schlüsselmeister. Uiuiui. Ich will mal ganz kurz hier untertauchen, meine Damen. Ja, bitte ein bisschen stehen bleiben. Müssen wir markieren, die alte Sau. Damit ich genau weiß, wo der denn hinläuft. Ach du Scheiße. Oh, läuft doch eigentlich auch recht in Ordnung. Aha. Nein, nein. So nicht, mein Freund. So nicht. Dreht er sich gleich um, oder wie schaut's aus, hä? Willst du dich umdrehen, du Kacksau, du? Du Kackvogel! Ah, ja, ja, dreht sich um. Aber nächster Kollege. Du siehst mich nicht. Ich bin wie ein Geist. Huiuiui, da ist ja noch einer. Ich hoffe, die Vorbereitungen kommen gut voran. In der Tat. Wie ihr sehen könnt, arbeiten meine Männer rund um die Uhr, um alles vorzubereiten. Euch erwartet ein feines Schiff. Es erfüllt alle Anforderungen eurer Wissenschaft und der anderen Aktivitäten. Andere Aktivitäten. Macht euch keine Sorgen, guter Mann. Wir kümmern uns um alles. Nur die Sache mit den Sklaven ist noch ungeklärt. Habt ihr die Namen für das Manifest? Ja, hab ich. Dann kommt. Wir wollten nun bestimmt alles inspizieren. Genau so ist es. Okay, jetzt müssen wir dahin, um das Manifest zu vertauschen. Ja. Einige unserer Handelsschiffe wurden beim Verlassen von Saint-Domingue. Ist ja super. Ist das ein Feind? Nee, das ist ein Feind. Weißt du was? Ja.
Panzer. Gut, gut, gut. Und zack. Oh, jetzt muss ich auch noch halten, den Scheiß. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. Komm schon, komm schon. Na, na klar. Du bist schnell weg hier. Schneller, 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 schneller. Und dann hier kurz mal metzeln. So. Zack. So. Warum schleuderst du den denn immer weg? Ich kill ihn doch gleich sofort. Mann, ey. Der macht sich das auch immer echt so schwer, ey. So, zack und zack. Schwarze Flagge. Man wird sie massakrieren. Großsegel setzen! Und auf sie sind wir. Vor Versenkung der Briggs, die Piraten schon wir versenken. Wir müssen ihnen helfen. Piraten. Franzosen. Was sollten wir machen? Moment mal. Vor Versenkung der Briggs, die Piraten schon versenken. Die Piratenflotte in 6 Minuten. Alter. Okay, die Piratenschoner so schnell wie möglich zerstören. Wir brauchen deren geheime Kenntnisse. Dieses Wissen ist wichtiger als jede Fracht. Nein, Captain. Es ist den Kampf wert. Mit etwas Geschick und günstigem Wind wird es schnell gehen. Ja. Ich zerstör mal lieber zur Sicherheit alles. Feuer! Einfach drauf gleich. Ja! Jawohl. Ich weiß nicht, ob ich was da treffe, aber mal gucken. Nochmal gleich den Mörser. Schnell, 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 schnell. Und jetzt dahin. Verfluchter Auf! Direkt in den Bach! So. Nicht getroffen. Was für eine Scheiße, ey. Ja, nice. So, der ist auch gleich trauen. Trauen, er ist trauen. Nicht down, er ist gleich trauen. Oh, jawohl. Schöner Ding. Ja, komm, komm, treff ich, treff ich. Das muss auch ein Treffer sein. Ah, ja, er ist auch down. So, schon alles zu zerstören. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. Wir haben nicht ewig Zeit. Für diese optionale Mission hier. Oh, der wäre auch down. Okay, die optionale Mission haben wir schon mal geschafft. War mal geil. Und so weiter und so fort. Aber was ist denn das hier für eine scheiß Welle? Alter. Hab ich total hier weggedrängt gerade. Alter. Das ist scheiß Welle, ganz ehrlich. Was geht da ab? Oh. Alter. Schaut mal da dran. Wo ist nichts getroffen, Alter. Jetzt aber. Jawohl. Und da schon mal drauf. Ja, Sigi. Und nochmal, komm. Was mischt sich denn jetzt dieses scheiß Dreckschiff verbündete Kacke ein, ey? Doch ganz ehrlich. Ohne Spaß. Ich wollte eigentlich schon mal diese schweren Kugeln drauf feuern, aber da der jetzt in der Nähe ist, riskiert es hier nicht, denn dann geht er vielleicht down. Aber wir haben auf jeden Fall die Optionale ein bisschen geschafft. Also lief alles gut. Aber trotzdem, ey, kommt er da auf einmal angedampft, ey. Wie so eine Rambo-Massaker. Mission auf jeden Fall beendet. Die Saat sehen, optionale Mission, erreicht, volle Synchro und Hammer, geiler Scheiß. Und das Treibgut, das nehmen wir natürlich uns gleich mal mit. Und da wir ja auch gerade noch eine fahren. Große Versuchung. Doch mein Kampf ist in Port-au-Prince, Adewale. Ich verliere mich sonst. Dann bau eine Marine auf. Missverstehe nicht meine Dankbarkeit, Adewale. Dieses Schiff ist ein großer See und ein seemännisches Fachwissen
Eine Wohltat für unsere Sache. Aber die Maroon wollen kein großes Reich. Nur unser eigenes, unabhängiges Territorium. Also gut, Augustin. Dann merkt ihr eins. Du wirst eine Marine führen können. Ob ein Schiff oder viele. Wenn unser Werk vollbracht ist. Und da wir ja momentan noch hier schön auf See sind, was ich gerade erwähnen wollte, werde ich auf jeden Fall kurz noch ein bisschen ein paar Schiffchen auseinandernehmen, um halt ein bisschen Fracht zu farmen, um dadurch natürlich wiederum unser Schiff ein bisschen abzugraden. Ja, ich weiß, in irgendeinem Part habe ich gesagt, oh, Schiff upgraden in dieses DLC ist eigentlich total für den Arsch und hast du nicht gesehen, aber ich meine, wir machen das ja nach dieser eine Mission, wo ich eigentlich rein theoretischerweise den Part beenden würde. Aber dass halt der Part noch ein bisschen weiter geht und ein bisschen länger ist und dann hast du dich gesehen, bevor mir wieder Leute kommen von wegen, warum ist der Part so lang? So kurz ist der Part. Werde ich halt noch ein bisschen ein paar Schiffskämpfe machen und es ist ja auch für einen guten Zweck, sag ich mal, ja, für Upgrades halt. Und besonders halt, wenn wir ein paar Schiffskämpfe so oder so machen müssen in der Mission und dann halt schön Schaden raushauen und dann halt auch noch viel Schaden einstecken können, ist das halt auch wiederum sehr optimal, meine Freunde. So, und komischerweise haben die ganzen Treibgut-Dinger ganz schön viel Zeugs dabei, aber ich glaube, das war das ganze Treibgut von den ganzen Schiffen, die ich hier die ganze Zeit geplättet habe. Da ist neben meinem Kriegsschiff, das auch Holz und Metall dabei hat und Zucker. Und hast du nicht gesehen, ach, das hat so viel dabei, leckt mir hart die Eier. Von daher würde ich mal sagen, dass wir versuchen mal auf jeden Fall das Kriegsschiff zu plätten. Denn das halt hat halt sehr viel Zeugs dabei. Und nicht nur das, das hat auch recht viel Zeugs dabei. Und so. Wie gehen wir denn das jetzt am besten an? Am besten wäre schön hinter ihn und dann die schweren Kugeln ablassen. Damit wir ihn erstmal richtig schön Schaden machen. Erstens ist es ja hinter ihm, wo wir sowieso gut Schaden machen und dennoch die schweren Kugeln drauf. Da muss er auf jeden Fall recht gut einstecken. Mörser beim Kriegsschiff von der Ferne ist nicht so optimal. Denn das Kriegsschiff hat ja selbst Mörser und mit dem Mörser arbeitet es meistens die ganze Zeit. Na, da kriegt er erstmal richtig eine Ladung ab, gleich hier. Das hat mich so wirklich getroffen gerade. Ohne Scheiße. Öffnen und trimmen! Da, Captain! So. Eieieiei. Wir sind beschädigt! Ja. Was ist denn stark? Und doch ja fast so gut wie down. Die alten Ratten. Ja. Läuft doch gut. Du hast gerade nicht getroffen, die alte Kacksau. Wieder nicht getroffen, warum auch immer. Von daher werde ich lieber mal so eine Kanone wieder drauf feuern. Und wir können es entern. Hammergeil. Hab schon kurze Zeit gedacht, dass der mich jetzt hier downhaut, aber nix da, Kollege, nix da. Den Captain sollen wir zerstören. Zerstören sei schon. Töten natürlich und die Pulverreserven sollen wir zerstören. Von daher werde ich einfach jetzt hier gleich hochgehen und dann über mich rüberschwingen lassen. Ich würde ja am liebsten gerne mit dieser Kanonendingens da rumballern, bisschen wirklich mehr, aber da das Kriegsschiff halt viel zu hoch ist, viel zu groß ist als unser kleines Schiff, treffe ich da sowieso so gut wie gar nichts. Also, kurz gesagt, ist es eigentlich Quatsch damit. Leider. So. Und zack. Und du auch noch. So, Moment. Die Pulverreserven. Ja, wird erstmal. So. Ah, ich kann es auch einfach hier anzünden. Cool. Dann mach ich das mal lieber. Ja. Ich wollte anzünden und nicht hier den blocken, aber zum Glück hat er auch geblockt. Ja, aber ich hatte nicht was auf die Mütze gekriegt. Ja. Ja. Jawohl. Und du jetzt auch. So.
Und zack. Und zack. Und weißt du was? Du kannst ja mal kurz an meiner Wumme lutschen hier. Jawohl. So, du kleine Pussy, du. Und jetzt erstmal zerstören hier. Und dann werde ich mir auf jeden Fall mal den Käpt'n hier angeln. Weißt du was, Kollege, komm mal ran hier. Ja. Und zack. Machst einen Abgang. Sehr schön. Jawohl. Greif mal an. Ja. Dieser Scheiß. Das scheiß Crewmitglied hat schon wieder. Alter, verpiss dich doch, Alter. Scheiß Crewmitglied. Ich hasse meine Crewmitglieder, ganz ehrlich. In Assassin's Creed 4 Black Flag, jedenfalls, glaube ich, auch beim Schrei der Freiheit nur DLC, nerven die Crewmitglieder einfach mal so abnormal. Im Hauptspiel, glaube ich, eigentlich auch rein typischerweise, aber da kam es mir halt nicht so oft vor, dass sie wirklich den Gegner angreifen und dadurch ich halt nicht so wirklich mehr den kontern konnte und hast nicht gesehen. Das ist einfach nervig, ich hab da ja gerade gesehen. Ja, verbug und stirb am besten auch gleich. Das gefällt mir sehr, wenn mein Crewmitglied einfach mal stirbt. Ja, ich weiß, ich bin ein scheiß Captain und so, aber ist halt wirklich wahr. Das nervt halt einfach. Und guck mal hier, das ist Sklavenschiff. Das Sklavenschiff hat ja sogar auch was dabei. Von wegen Holz und Metall und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, da werden wir nicht so wirklich viel reißen können, denn wir haben noch zwei Balken. Aber die Schiffe sind halt dafür nicht so stark. Naja, würde ich einfach mal sagen, Feuer! Dass ich es einfach mal versuchen werde. Wir haben nicht so wirklich viel Schaden gemacht, kommt mir vor. Finde ich ja nicht so geil. Dafür machen die, glaube ich, recht gut Schaden hier. Wir hatten die Kacksäule hier. Wir wurden touchiert! So, rutsch mal da dran, ja. Ja. Darauf stehst du, ne? Ein guter Treffer könnte ah. Ja. Zack. Können wir das nicht vielleicht gleich einfangen? Na, dann geht nicht. Schade. Ich hätte es gerne in diesem ganzen Fight geentert. Dann schnell mal meine Gesundheit aufzuladen vom Schiffchen. Aber leider geht das halt nicht. Entern. Leider. Naja. Dann eben halt so. Und so. Und so. Und so. Und nochmal drauf. Na, das wird doch hier nicht gleich auf das Sklavenschiff drauf. Ballern, oder? So viel Eier hat er noch nicht, ne? Ne, ne, so viel Eier hat er nicht. So, so. Zack, und zack, und zack. Das können wir auch nicht ändern, bestimmt, ne? Das können wir bestimmt auch nicht ändern, leider. Ne. Leider nicht. Ja. Dann würde ich mal sagen, dass ich jetzt erstmal die ganze Ware hier einsacke, ne? Ja, Holz, 79, Zucker, schwere Kugeln, das läuft doch gut. Dann werde ich auch noch gleich den Verfolger hier plätten, wenn er schon mal hier in der Nähe ist. Ja. Der hält ja so gut wie gar nichts aus, irgendwie. Können wir denn den jetzt entern eigentlich? Ah, den können wir entern. Ist ja mal geil, dann werden wir erstmal den entern. Ich weiß selbst überhaupt nicht, was ich mit dem machen soll. Ich glaube eher meinen Bekanntheitsgrad verringern. Ja. Und dann beim nächsten auch Bekanntheitsgrad verringern, wenn der Bekanntheitsgrad dann nicht, noch nicht komplett verringert ist. Wo ist eigentlich das Sklavenschiff? Ach, da ist es vorne. Ich würde schon sagen, es ist jetzt weg. Sehr schön. Sehr schöne Arbeit, Kollege. Sehr schön. Entern wir das Schiff. Arrrr. Der Captain kriegt doch auch einer hier rein hier. Ja. Das Pulver fast können wir ja auch mal zerstören. Ja. So. Zack. Und fertig. Schön. 10 Crewmitglieder gleich mal geplättet. So, Bekanntheitsgrad zurücksetzen. Auf jeden Fall.
Feuert ihr an, Jungs? So, das hätten wir geschafft. Und jetzt noch das Sklavenschiff entern. Und dann würde ich auch sagen, dass ich den Part beenden werde. Denn wir sind wieder mal bei 27 Minuten fast angelangt. Hier 25 Minuten, wie ich gerade sehe. Aber gleich 26 Minuten. Steht jedenfalls so auf meiner Stoppuhr. Die Zeit stimmt wahrscheinlich nicht so optimal, weil ich die ganzen Ladezeiten rausschneiden werde. Wo die Stoppuhr rein theoretischerweise die ganze Zeit am Laufen ist. Von daher, ja. So, wir sollen den Captain hier töten. Und das war's auch schon. Von einem Leben Aktivität. Den wir aber jetzt gerade momentan noch nicht so wirklich gut rankriegen. Oh, das ist ein geil. Oh, das ist schön. Das war doch schön. Ja, das war wirklich schön. So, jetzt kriege ich gerade gar keinen mehr ran. Oh, da habe ich gerade auf meinen Crewmitglied geballert. Aber ist ja eh scheißegal. Die Crewmitglieder sacken eh nur. Von daher ist das mir schon recht so. Jetzt dick auf die Fresse hier. Und zack. Und zack. Hey, ja. Na. Komm, mach endlich hier. Was AD hier. Ja. Na komm, rauf da. Dieses scheiß Crewmitglied, ne? Kann er nicht mal irgendwo sich verpissen oder so? So. Zack. Sag mal ganz ehrlich, was ist das für ein scheiß Crewmitglied? Was kommt denn jetzt hier hoch? Kommt er da hochgesprintet, weißt du? Alter. So. Alter, Alter. So. Ja, komm, zieh den einfach irgendwo hin. Sehr toll. Anstatt du den einfach normal killst. Nein, warum auch? Alter, dieses Crewmitglied, ganz ehrlich. Kann sich das nicht mal einfach pissen hier. So. Und zack. Geschafft. Du Pisser, du. Genau du. Dich meine ich. Mann, 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 Mann. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar Sklaven befreit. Das ist natürlich auch sehr schön. So. Haben wir geschafft. Und natürlich auch ein bisschen Beute gemacht an Ressourcen, wie man sieht. Ja, ja, ja. Oh. Money, 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 I'm rich, bitch! Düt, düt. Okay. Zimmermann braucht jede Hand, um uns oben zu halten. Maul! So. Ich würde sagen, dass wir uns als allererstes erstmal irgendwo hin teleportieren, wo wir unser Schiff upgraden können. Können wir da eigentlich ein Schiff upgraden? Bei Maroon Versteck? Nee. Ich würde mich eigentlich ungern jetzt so dahin teleportieren, ehrlich gesagt, aber hey. Teleportieren wir uns einfach dahin. Warum ich mich ungern dahin teleportiere, ist das, weil ich nicht so hundertprozentig weiß, ob da jetzt gleich die nächste Mission gestartet wird, was ich natürlich nicht hoffe, aber mal gucken. Ich hoffe mal natürlich, dass da jetzt ja nicht die nächste Mission gestartet wird. So, gut. Die nächste Mission hat nicht gestartet. Auf jeden Fall werden wir gleich mal direkt zum Hafenmeister hinsprinten. Wo ich auch noch genau weiß, wo er sich befindet. Und zwar da vorne irgendwo am Arsch der Welt. Schön abseits von dem ganzen Mist hier, was hier abgeht. Ich bin nebenbei schon richtig gespannt auf das Finale. Da bin ich schon richtig gespannt. Verkaufen werden wir natürlich erstmal ganz schnell hier. Das ganze Zucker. Und der ganze Rum. Und der ganze Stoff auch noch. Und damit meine ich auf jeden Fall nicht, was ihr meint mit dem Stoff, ja, ja, ihr geilen Nutten hier. Und dann werden wir erstmal den Rumpf verbessern. Komplett verbessert ist er jetzt. Und dennoch die Kanonen, damit wir noch ein bisschen mehr Kanonen haben. Jetzt haben wir leider kein Metall mehr, aber wir haben immer noch recht gut Money, wodurch wir uns erstmal hier schön diese schweren Kugeln kaufen werden. So, die haben wir jetzt auch komplett geupgradet. Und dann war es das auch schon. Mehr können wir nicht upgraden momentan.
Denn dafür fehlen uns einfach die Ressourcen. Mörser können wir uns noch kaufen. So. Ja, das war's damit. Dann werde ich kurz nochmal hier zum Waffenladen hinsprinten. Um mir nochmal da was zu kaufen. Beziehungsweise erstmal auch überhaupt nachgucken, was denn da so abgeht. Mal gucken, was hast du so für mich? Nebenbei, man kann gar nicht sein Aussehen verändern. Machete. Achso, da brauche ich ja wieder Sklaven. 288 von 300. Aha. Beute, wie schaut's da aus? Ah, guck mal, wir können uns Beutel kaufen. Na, das mache ich natürlich gerne. Die kosten sogar gar nichts. So, und Knallkörper. Jawohl. Super. Munition. Holen wir uns denn auch direkt mal. Und zwar Rauchbomben. Berserkerpfeile auffrischen. Und die Schlafpfeile auch noch auffüllen. Und dann Knallkörper auch noch. Und das war's denn. Dann würde ich mal sagen, dass ich ab hier erstmal diesen Part beenden werde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag Schrei nach Freiheit, das DLC. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem Shakalaka Motherfucker. Bye.